Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, der Politik wird ja oft unterstellt, es gibt keine Unterschiede. Ihr seid doch alle gleich. Und derzeit begegnet mir in vielen, vielen Gesprächen und Debatten, ihr kümmert euch nur noch um das Thema Flüchtlinge. Es gibt nichts anderes mehr. Und mit diesem kleinen Parteitag setzt die Bayern-SPD ganz bewusst ein anderes Zeichen. Erstens, es gibt ganz wichtige Felder in der Politik, wo es auf Gestaltung für die Zukunft ankommt. Und das ist die Familienpolitik, das ist die Kinderbetreuung, insbesondere in Bayern. Und dem wollen wir uns heute widmen. Und es gibt einen Unterschied zwischen den Parteien, die darum ringen, wer die besseren Rezepte für die Zukunft hat, auch in dieser Frage und vor allem in dieser Frage. Da gibt es keinen Einheitsbrei, wie die Menschen uns so oft unterstellen, sondern eine fulminant andere Auffassung zwischen einer Sozialdemokratie, die weiß, dass Familie Vielfalt ist, dass es nicht mehr ein Lebensmodell heute gibt, und einer CSU, die in ihrem Familienbild immer noch im Mittelalter stehen geblieben ist. Und erinnert euch an die letzte Bundestagswahl. Es gab nur zwei Themen für die CSU, Pkw-Maut und Betreuungsgeld. Beides ist nun vor Gericht. Und beides, das eine zumindest, das Betreuungsgeld, ist schon erledigt. Aber in einer ideologischen Verblendung will die bayerische Staatsregierung das, was auf Bundesebene zu Recht gescheitert ist, in Bayern jetzt einführen. Und deswegen, lieber Markus Rindersbacher, herzlichen Dank für die klare Positionierung, die die Landtagsfraktion dazu einnimmt. Wenn man da auch nur eine Minute länger drüber nachdenkt, ja, weiß ich nicht, da kommt man nicht nur aus dem Kopfschütteln nicht raus, sondern da macht sich fast Verzweiflung breit über den Zustand der CSU. Wenn ich als Kulturbanause aus Niederbayern nicht bei mir in Eckenfelden ins Theater gehe und käme dann auf den Gedanken, zum Bürgermeister von Eckenfelden zu sagen, du, ich nehme dein Theater nie her, jetzt zahlen wir doch 50 Euro im Monat dafür, dass ich nicht das Theater benutze. Ja, dann würden es die Männer mit den weißen Turnschuhen rufen und mich in eine sichere Umgebung bringen. Und wenn man auf den Gedanken kommt, nachdem wir seit Jahren in der Kommunalpolitik und viele erfolgreiche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker die Verantwortung vor Ort übernehmen, sitzen ja heute hier. In der Kommunalpolitik tun wir alles dafür, um die bestmöglichsten Kinderbetreuungsstrukturen zu bekommen, um Kinderhorte, um Kindergrippen, um Kindergärten zu machen, wo es einfach eine Wahlmöglichkeit gibt für die Familien, ob sie Familie und Beruf vereinbaren können. Wir geben Freiheiten damit. Seit Jahren kämpfen wir dafür. Wir haben jetzt auch die 2,5 Milliarden, die fürs Betreuungsgeld bisher ausgegeben worden sind, in Infrastruktur investiert. 500 Millionen zusätzlich aus den Konjunkturprogrammen in die Unterstützung der Gebäude, dass auch die geschaffen werden können. Wir tun alles seit Jahren dafür, damit es mehr Chancengleichheit und mehr Chancengerechtigkeit gibt in dieser Gesellschaft. Und dann geht eine CSU her und sagt, naja, jetzt sind wir zwar vom Bundesverfassungsgericht gescheitert, aber was soll uns das beirren? Wir gehen jetzt in Bayern her und zahlen wieder eine Prämie dafür, dass eine Einrichtung, die wir mühevoll geschaffen haben, nicht in Anspruch genommen wird. Und was ich noch bitterer finde, ist, wenn wir über das Thema Integration reden und das Thema Flüchtlinge, dem man ja derzeit nicht auskommt, dann muss man sich doch mal eine Frage erlauben an die CSU. Glaubt denn irgendwer, der Horst Seehofer, der Markus Söder oder wie die alle heißen, dass Integration gelingt, wenn man sagt, hier habt ihr ein paar Euro und jetzt erzieht bitte eure Kinder zu Hause in der Familie und schickt sie ja nicht in eine
staatliche, in eine kommunale Einrichtung, wo sie auch zusammenkommen mit anderen Kindern aus anderen Familien und wo das Sprachelernen einfach viel schneller und besser funktioniert. Da muss man doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man an einer solch ewig gestrigen Ideologie festhält. Und da ist ein fulminanter Unterschied zwischen uns und der CSU. Wir machen einen solchen Blödsinn nicht. Wir wollen auch, dass es Chancengleichheit gibt. Und nicht nur abstrakt darüber reden, sondern praktisch dafür Sorge tragen. Und wenn ich mit jungen Familien spreche, dann sagen mir die, wie teuer das alles ist. Und was die Kindergrippe kostet, der Kindergarten und wie viel vom Lohn heute für eine gute Betreuung draufgeht. Und dann ist dieses Betreuungsgeld auch noch ausgestattet gewesen, dass diejenigen, die genügend Geld haben, um sich ein Kindermädchen zu leisten, die kriegen das Betreuungsgeld, weil sie nehmen ja keine staatliche Einrichtung in Anspruch. Aber die alleinerziehende Mutter, die darauf angewiesen ist, wenn sie arbeiten gehen will und die mindestens 14 Stunden am Tag sich trotzdem noch um ihr Kind kümmert, die wird bestraft, indem er sagt, dafür gibt es aber dann nichts, weil du gibst ja dein Kind in eine Kinderbetreuung. Und die anderen versuchen zu sagen, ja, wir schätzen die Erziehung in der Familie nicht wert. So ein Unsinn. Wir schätzen alle wert, die sich um ihre Kinder kümmern. Und deswegen wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieser Wunsch, der bei vielen da ist, und der oft daran scheitert, dass Kinder ein Armutsrisiko ist und dass es eben schwierig wird im Job, weil nicht genügend Kinderbetreuungsmöglichkeiten da sind, dass wir dieses verändern. Und deswegen brauchen wir die Voraussetzungen dafür, dass Familien sich frei entscheiden können, wie sie leben wollen. Und zu dieser Freiheit gehört, dass es die bestmöglichste Kinderbetreuung vor Ort gibt und am besten noch kostenlos. Und wer behauptet, es gibt keinen Unterschied, der soll einfach mal in die bayerischen Kommunen schauen und in den Ländervergleich. Wo ist Kinderbetreuung am besten? Und ansonsten wird die CSU ja nicht müde, einen Flipchart nach dem anderen an die Wand zu werfen und zu sagen, wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut. Nur in der Familienpolitik, in der Frage der Kinderbetreuung, gibt es diese Flipcharts nicht. Und warum? Weil die CSU über viele Jahrzehnte dazu beigetragen hat, dass es in keinem anderen Flächenland so schwierig ist, eine gute Kinderbetreuung zu bekommen wie in Bayern. Und da gibt es eben Unterschiede in der Frage, wer regiert. Und wer das nicht glaubt, der schaut in die bayerischen Kommunen und lässt sich vom bayerischen Sozialministerium mal die Liste vorlegen, wo es am besten ausschaut, egal ob in den Städten oder in den Landkreisen, an den drei Spitzenplätzen, sozialdemokratisch regierte Kommunen. Und deswegen herzlich willkommen auch euch, die vor Ort sich darum kümmern. Ich nenne stellvertretend für unsere vielen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker den Ortsheiligen. Lieber Oberbürgermeister Klaus Herzog, sei mir herzlich willkommen. Vielen Dank dafür, dass du mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit dem Florian Janik, der gleich noch kommen wird und auch ein Grußwort halten wird, mit dem Norbert Tesmer und vielen anderen hier sozialdemokratische Politik erfahrbar machst, die dafür sorgt, dass Familie funktionieren kann. Herzlichen Dank dafür. Schön, dass ihr da seid. Da die Anreise lang war für die meisten, hat mir mein Landesgeschäftsführer aufgeschrieben, mach die Begrüßung mal kurz. Nenne nicht zu viele Namen, wir haben eine Liste, da stehen alle drauf und nenne nur die wichtigsten. Da haben wir gedacht, super, also wenn ich das mache, dann kann ich gleich wieder heimgehen. Darum nenne ich die wichtigsten nicht, sondern ich nenne nur ein paar von den wichtigsten. Stellvertretend für unsere Europaabgeordneten, die Kerstin Westphal, weil sie auch die Ortsheilige aus Unterfranken ist. Stellvertretend für unsere Landtagsabgeordneten ganz herzlich den Markus Rindersbacher als Fraktionsvorsitzenden und die Martina Fellner auch als Ortsheilige. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Applaus. Stellvertretend für die Bundestagsabgeordneten
nenne ich den Ewald Schurer, gleichzeitig auch stellvertretender Landesvorsitzender. Vielen Dank, dass die Landesgruppe, wenn ich da schaue, wirklich in ganz großer Zahl heute auch hier vertreten ist. Und ich freue mich, dass Professor Jutta Almendinger heute zu uns kommen wird, die ich jetzt öfter kennenlernen durfte auf den unterschiedlichsten Terminen und wo ich mir wünschen würde, dass sie eigentlich ja, viel mehr Termine machen würde bei der CSU. Weil ich glaube ja immer noch an die Lernfähigkeit von Menschen. Und das, was die Jutta Almendinger auch heute wieder vorstellen wird bei uns, glaube ich, hat ziemlich viel mit den Lebensrealitäten, Wünschen und Vorstellungen von jungen Frauen, von jungen Familien zu tun. Und da müssen wir ansetzen, dass wir dort unterstützen, dass wir dort einen Beitrag dazu leisten, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber dass auch die Vielfalt, die heute Familie ausmacht, dass die viel mehr in den Mittelpunkt gerät. Es ist vorbei, dass man ein klassisches Modell dort hat. Das funktioniert nirgends mehr, nicht einmal mehr auf dem Land. Und es ist so verkehrt, sich steuerlich und mit anderen Dingen an dem zu orientieren. Sondern Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und sich füreinander kümmern, umeinander kümmern. Und das muss unterstützt werden, weil dort gesellschaftlicher Zusammenhalt als erstes organisiert wird. Und auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt kommt es an. Und das ist auch das große Thema, das sich die Sozialdemokratie über diesen kleinen familienpolitischen Parteitag für Bayern gesetzt hat. Wir wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt organisieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Wohnungspolitik, weil wir auch Wohnraum brauchen für Familien in angespannten Wohnungsmärkten. Und gerade haben wir vorher darüber geredet, vor einem Jahr haben wir einen großen Parteitag dazu gemacht. Da war das Thema noch gar nicht so in. Jetzt haben wir vieles dazu beigetragen an der Bundesregierung. Die steuerliche Förderung, die Verdoppelung der sozialen Wohnraumförderung, dass man auch hier die Voraussetzungen schafft, dass neben der Arbeit, neben der Kinderbetreuung auch der gesellschaftliche Zusammenhalt darüber organisiert wird, dass wir Wohnraum schaffen, der bezahlbar ist für Familien. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Mich freut es, dass hier ist. Die Helma Sick, ich habe meine Gleitsichtbrille immer noch nicht, das wissen alle Delegierten vom Parteitag, weil bei den letzten Begrüßungen ging so viel schief, weil ich meine Gleitsichtbrille nicht habe. Und morgen, am Montag, soll sie da sein. Ja, wirklich, genau. Die Helma Sick hat nicht nur ein tolles Buch geschrieben, Ein Mann ist keine Altersversorgung, sondern sie kämpft seit Jahren auch für eine moderne Familien- und Gleichstellungspolitik in und außerhalb der SPD. Und was man ihr nicht ansieht, sie ist ja mit einem Jubiläumsgeburtstag ausgestattet, den ich jetzt nicht nenne, aber sie ist auch 45 Jahre Mitglied in der SPD. Und dafür, liebe Helma, möchte ich dir ganz, ganz herzlich an dieser Stelle danken. Und ich habe nicht umsonst auch die Wohnungspolitik gerade eingeflossen, weil für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es auch ganz wichtig, dass wir uns um Mieterinnen und Mieter kümmern. Und hier vorne sitzt im stolzen Alter von 94 Jahren, und ich bin ihm ganz, ganz besonders dankbar, dass er heute zu unserem kleinen Parteitag gekommen ist, der Ehrenvorsitzende der Aschaffenburger SPD und auch der Ehrenvorsitzende des Bayerischen Mietervereins. Lieber Rudi Stock, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute zu uns gekommen. Es ist immer eine Freude, dich hier zu sehen. Mein herzlicher Dank gilt denjenigen, die auch dazu beitragen, dass dieser Parteitag ein Erfolg wird. Und für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gehört dazu nicht nur Essen und Trinken und einen schönen, warmen Veranstaltungsort und eine gute Vorbereitung, sondern für uns sind das Wichtigste natürlich die Inhalte und die Beschlüsse, die wir fassen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank meiner Generalsekretärin, der Natascha Kohnen,
der Ulrike Bahr, der Doris Rauscher aus dem Landtag und dem Bundestag und unserem Präsidiumsmitglied, der Annette Luckner, die hier den Antrag, der heute als Hauptantrag dasteht, vorbereitet haben, exzellent gearbeitet haben. Das ist ja immer nicht ganz so einfach, das hinzubekommen, und die sich einen Haufen Mühe da gemacht haben und in der guten Tradition auch viele, viele mit eingebunden haben. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese hervorragende Vorarbeit. Eigentlich hätte man das Motto des Parteitages gerade in puncto Familienpolitik auch kürzer machen können und ein bisschen konfrontativer. Wir stehen für die Vielfalt und die anderen für die Einfalt. Und dass es nicht so bleibt, müssen wir stärker werden. In diesem Sinne, der Parteitag ist eröffnet. Vielen Dank. Applaus